Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video aus Sammys Fantasyland. Ganz vielen Dank fürs Einschalten, dranbleiben oder auch das erste Mal dabei sein. Ja, und wie immer die Bitte, wenn es gefällt, dann lasst es mich wissen durch einen Kommentar, durch ein Abo oder auch gerne ein Like. Ja, wir gehen direkt wieder hinein. Die letzte Episode ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, abrupt beendet worden. Ich hatte zwar von diesem Ganzen hier nicht mehr so wirklich erzählt, was hier in der Unterwelt zum Beispiel gebaut wurde von mir. Dennoch steige ich hier direkt wieder ein. Also, ich glaube, in der letzten Episode hatte ich gesagt, dass das Ganze hier eigentlich ursprünglich einmal ein leerer schwarzer Kasten sein sollte. Das ist es auf keinen Fall geblieben oder geworden, habe ich im letzten Video auch schon angefangen damit. Nachdem ich so die ersten beiden Seitenwände und auch den Boden gesetzt hatte, habe ich gemerkt, naja, dadurch, dass jedoch das eine oder andere abgetrennt wird, also die Schienen voneinander, dass sie nicht mehr zu sehen sind, wenn sie nebeneinander herfahren, muss hier unten doch noch ein bisschen was anderes passieren. Das, was ihr jetzt gerade seht, das war tatsächlich auch schon zum letzten Video fertig. Da hatte ich dann aber an dieser Stelle einfach abgebrochen, um das Video nicht zu lang werden zu lassen, um ein bisschen Material für dieses Video zu haben und nicht so viel schwarze Blöcke zu bauen. Das ist in diesem Fall hier tatsächlich auch zum Glück nicht so. Also die erste Hälfte des Videos beschäftigt sich tatsächlich hier so ein bisschen mit der Gestaltung dieser Geschichte, des Untergrundes. Und dann später wird das ganze Gebäude von außen nochmal ein bisschen angepasst und oben wird auch noch ein bisschen an der Auffahrt geändert oder ein bisschen, ja, noch ein paar so fehlende Sachen ergänzt. Denn wenn ihr es richtig mitbekommen habt, dann ist ja hier ein bisschen später die Entscheidung gefallen, dass ich dieses Ganze hier dem Thema Ghostbusters widmen wollte. Nicht von Anfang an, aber so mittendrin ist die Entscheidung einfach mal gefallen, dass man das hier ändert. Oder dass ich das hier ändere und einfach weil die Teile da sind und ich sie eigentlich noch nie verwendet hatte. Und nachdem der erste, zweite, dritte Geist dann hier so ein bisschen gesetzt wurde und auch Gosa hier in der ersten Abfahrt die Leute so ein bisschen erschreckt, hatte ich gedacht, naja, wenn wir hier schon so viel schwarzes Zeug hier unten drin haben, schwarze Wände, dann könnte man das Ganze doch noch ein bisschen ausschmücken, aufhübschen und habe dann angefangen, so ein paar Lianen zu setzen und ich glaube auch noch hier so ein paar Spinnenweben und was nicht alles. Und dann habe ich überlegt, wenn wir uns schon hier unten unter der großen Villa befinden und von Geistern und Slimer und wie auch immer hier unten so ein bisschen reden und hier auch durchfahren, dann kannst du das Ganze auch hier so ein bisschen oder ähnlich einer Kanalisation gestalten. Und da kamen dann so die ersten Rohre hier rein und am Ende wurden es immer mehr und immer mehr. Nachher auch, glaube ich, so ein bisschen in einer anderen Farbe, dass das nicht immer so gleich aussieht. Und an der einen oder anderen Stelle auch mal mit geöffnetem Rohr und wo dann so ein bisschen Abwasser oder ähnliches rauskommt. Hier färbe ich so ein bisschen um, damit das nicht alles doch auch so grau wird. Eine Kanalisation sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich wollte hier einfach nicht noch mehr Objekte unten unter diesem ganzen Haus verwenden. Ich denke, ich habe das im Großen und Ganzen hier so ein bisschen eingefangen, wie es eventuell aussehen könnte mit dem ganzen Rauch, mit den Spinnweben, mit den Lianen und auch mit den anderen komischen Wasserpflanzen, die dann hier ab und zu an den undichten Stellen so ein bisschen rausgucken und raushängen. Und man darf nicht vergessen, wenn man hier durchfährt mit der Achterbahn, ist es nicht gerade langsam, sodass man
höchstwahrscheinlich niemals alles so mitbekommt oder alle Sachen mitbekommt, die hier tatsächlich verbaut sind. Und ich muss natürlich auch immer so ein bisschen auf die Teilegeschichte aufpassen, also dass ich hier nicht allzu viel an Teilen, ich sag mal, verschwende. Es ist ja nicht wirklich, es gehört ja zur Gestaltung, aber na, benutze letztendlich. Und ja, es sind am Ende jede Menge geworden. Ich glaube, einfach nur für dieses ganze Untergrundgedöns hier sind es mindestens so um die 1000. Und das Gebäude außenrum verschlingt ja auch nochmal das Gleiche. Also das ist schon nicht ohne, was man hier alles an Teilen tatsächlich verbraucht, um das irgendwie so ein bisschen hier hübsch zu gestalten. Hier an der Stelle gibt es ein bisschen Wasser. Schmutziges Wasser gibt es hier irgendwie nicht, zumindest nicht, wenn man es hier mit den kleinen extra Sprinklern verbaut oder benutzt. Zwar, wenn man draußen so ein bisschen so ein See anlegen möchte, dann wohl, aber hier als Extra-Tool gibt es das nicht. Und wenn ich schon an einer Stelle mit den ganzen Rohren anfange, muss ich natürlich auch an anderer Stelle das Ganze durchziehen. Ich habe einiges tatsächlich auch weggeschnitten, habe ich es nicht aufgenommen. Das wäre wahrscheinlich irgendwann dann auch viel zu langweilig. An der Stelle hier standen die beiden Mitglieder der Ghostbusters auf so einem kleinen Podest, einfach auf dem schwarzen Klotz. Hat mir am Ende nicht gefallen. Ich habe dann, weil wir uns in einer Kanalisation befinden, also einen kleinen Steg gebaut. Ist einfach, glaube ich jedenfalls, einfach so ein Ding hier hingestellt. An irgendeiner Stelle kommt das, ich glaube, kurz vorm Ende. Ja, kurz vorm Ende baue ich das auch nochmal, wo dann nochmal so ganz zum Abschluss einer von den Monstern oben drauf steht. Und dann geht es tatsächlich munter weiter mit den Rohren. Überall, wo ich dann konnte, habe ich sie noch so ein bisschen eingebaut. Einfach auch, um, wenn man mit der Achterbahn hier durchfährt, dass man sich doch ab und zu mal so ein bisschen, ich sag mal, erschreckt und duckt und einfach so ein bisschen die so ein paar Niermiss-Effekte, wie man das so bezeichnet, einfach hier mit reingebracht. Und ihr seht, es werden immer mehr auch mal mit so ein bisschen mit Winkeln gespielt. Und manchmal gehen sie durch die Wand, manchmal nicht. Aber ich denke, am Ende funktioniert es irgendwie. Und dann gibt es an einigen Stellen noch ein bisschen Rauch und Qualm. Und dann ist das Ganze hier unten abgeschlossen und fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch aufnehme oder ob ich schon aufgenommen habe. Ich denke mal, so ein bisschen wird am Ende werden so ein paar Fahrschnipsel noch zu sehen sein. Die, glaube ich, muss ich noch aufnehmen. Und dann das Ganze vielleicht auch nochmal von draußen zeigen, denn da ist aus dieser einen kleinen Villa jetzt doch ein bisschen was Größeres geworden. Ich habe es mir da ein bisschen einfach gemacht, dadurch, dass die Objekte alle relativ hoch sind, hoch stehen, über den Leuten, die durch den Park laufen und auch relativ weit in der Ferne liegen, habe ich mich mit der Gestaltung so ein bisschen zurückgenommen. Aber ich wollte einfach so ein bisschen Tiefe noch reinbringen und ein bisschen Gestaltung, sodass man denkt als Besucher, man geht hier in so ein riesiges, großes Haus rein. Auf Facebook, glaube ich, habe ich schon mal vorsichtig von oben gezeigt. Und ein paar Bilder, denke ich, werden noch entsprechend hier folgen. Und auch, wenn ihr bis zum Ende bleibt oder dran bleibt, dann denke ich mal, ist es auch in irgendeiner Sequenz noch zu finden. Hier benutze ich die Brücke nochmal. Genau, habe ich so ein bisschen Probleme, das eine Objekt zu begreifen, bis ich dann irgendwann kapiert habe, ach, ist gar nicht mit dem Haus verbunden, was ich gerade benutzt habe, sondern es stand extra. Ja, und was ist, wenn wir natürlich die Fahrt beendet haben? Dann winken uns am Ende die Ghostbusters natürlich noch zu. Das heißt, hier habe ich jetzt auch noch ein bisschen
verändert, habe ein paar Gräber weggenommen, ein paar Geister rausgenommen, das Ganze so ein bisschen gruselig schon gelassen, ja, also die Umgebung ist ähnlich geblieben. Aber nach einem erfolgreichen Kampf gegen die Geister sollen die Ghostbusters hier natürlich auch so ein bisschen jubeln. Und dementsprechend musste ich nochmal sogar die Blockbremse hier so ein bisschen ändern. Der Wagen hatte sich immer so ungünstig gedreht, dass die Leute die Figuren da gar nicht gesehen haben. Und dementsprechend habe ich dann das Ausschalten des Drehens hier nochmal so ein bisschen... Das mache ich... Ach so, das ist sogar aufgenommen. Mache ich an der Stelle dann. Ja, und hier seht ihr das Haus dann nochmal, die Villa nochmal im Ursprungszustand. Hier kommt so langsam dann die Deko von den Ghostbusters dran und auch wie das Hotel nachher heißen soll. Wie gesagt, alles ein bisschen verschönert. Nicht auf die kleinteiligste Weise, sondern so gut wie es noch ging. Einige Sachen verschwinden hier tatsächlich, wie der Balkon hier oben, der ist nachher tatsächlich nicht mehr zu sehen, sondern wird von den anderen Objekten ja so ein bisschen verdeckt. Und damit das Ganze nachher dann auch hier wirklich ordentlich fertig ist, wird natürlich das komplette Gebäude von oben nochmal geschlossen, abgedichtet. Hier baue ich mir so ein paar kleine Gebäude zusammen, die ich dann oben einfach raufstelle. Verschiedene Dachformen, verschiedene Größen von Gebäuden, auch mit Fenstern so ein bisschen rumgespielt und dann werden die einzeln alle so aufgestellt. Und wenn das Dach dann nachher oben zu ist, dann widme ich mich noch so ein bisschen der Gestaltung der Auffahrt. Da war noch ein bisschen was zu machen. Die habe ich tatsächlich jetzt doch nicht komplett geschlossen gelassen, sondern wieder ein bisschen geöffnet. Und oben nochmal die erste Abfahrt, ja auch noch ein bisschen angepasst. Torbogen weggenommen und einfach ein paar andere Geschichten noch dorthin gestellt. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ihr lasst es mich dann vielleicht wissen und vielleicht schaltet ihr auch bei der nächsten Folge wieder ein, in der ich tatsächlich noch gar nicht weiß, worum es geht. Vielleicht neues Themengebiet, welches? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich mal wieder einen Coaster bauen, entweder einen Flying Coaster oder was in meinem Park noch fehlt, ist tatsächlich noch eine Wasserattraktion. Also es muss tatsächlich ein neues Themengebiet her. Mal schauen, in welche Richtung das Ganze geht. Vielleicht habt ihr sonst auch noch mal eine Idee, die ich aufgreifen könnte. Denn mein Spinning Coaster, der wartet ja auch irgendwie noch. Den habe ich auch immer noch nicht verarbeitet. Flying Coaster soll auch noch rein. Also, wenn ihr Vorschläge habt, gerne unten in den Kommentaren und dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin und ciao, ciao!
Mm-hmm.